So, weiter geht's heute mit dem Duell gegen den FC Köln. Otto Mjaso wechselt von Leverkusen nach Dortmund, nach Bayern. Okay. So, was haben wir denn hier noch? Haben wir noch einen Neuzugang oder Abgang oder was auch immer? Neuzugang. Moukoko wechselt für ein Jahr von Borussia Dortmund. Aubameyang sagt, herzlich willkommen. Für ein Jahr wechselt er. Vielleicht kann ich ihn nach der Saison verpflichten. Genau, letzte Karriere ist er nach Union gewechselt. Jetzt wechselt er jetzt für ein Jahr nach Bayreuth. Kurz mal eben kurz was gucken. Sperre abgelaufen. Spieler Staffelidis raus. Dings wieder rein. So, Peri. So, müssen wir jetzt gucken, was wir hier machen. Moukoko mal auf die Bank setzen. Und Moriba darf jetzt sich mal in der Stadt probieren gegen den FC. Wir rein ins Match, ins Rhein-Energie-Stadion. Warten wir kurz auf den links, auf die, auf den Button. In Köln regnet es, liebe Zuschauer. Wir begrüßen Sie Wir zu springen das mal. einem Wir kennen das ja Spiel alles im mittlerweile. Energiestadion, bei dem aber natürlich dennoch ziemlich gute Bedingungen herrschen. So, Ihre gehen wir rein ins Kommentatoren Match. heißen wieder einmal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir freuen uns auf ein Spiel in der Bundesliga. Zellerob. Könnte Letzte Woche in ein Köln verloren. grandioses Spiel werden, Buschi. Die Gäste haben in Spiel 1 eine Jetzt gute wollen Leistung wir abgerufen. Eigentlich waren alle davon das ausgegangen, Ding irgendwie dass man am Ende mit leeren Händen heute dachte. mit Dann ist es aber immerhin Sieg ein Zähler geworden und das war bemerkenswert. Fischer. Was? Der Schenkel. FC Köln geht das schon wieder los, wie ging es beim letzten Mal? Kein Gelb, aber ganz klar, bei der nächsten Aktion wird es dann soweit sein. Er hat den Ball, wird da was draus? Naja, das ist abseits. Der Pass kommt zu abseits, früh. gerade so. Das müssen sie auch eigentlich noch gar nicht spielen. Ja, ich glaube, gleich wären alle wieder raus gewesen aus dem Abseits. Da waren sie zu ungeduldig. So, wir schauen mal. Wir müssen heute was er auf die. Wird für ihr Spiel heute sicher wichtig sein. Er hat eine unglaubliche. So, die Chance jetzt. Er trifft nicht. Das war eine gute Chance. Letzte Saison glatt die 100 Tore gemacht, jetzt sind wir eben Meister geworden am Ende. Jetzt wird es schon schwierig werden. Wie gesagt, wir müssen heute eigentlich gewinnen, um nicht den Fehlschlag zu haben. Ich dafür liebe es. Jetzt können Sie gleich den Ball einwerfen. Um im Idealfall keinen Platzverweis kassieren. Ball draußen wird Einwurf geben. Ah, Mann, oh Mann. Skiri. Was macht er draus? Ganz lange hat er sich da gehalten. Bitte jetzt kein. So, Ecke kommt. Kein. Jetzt kehrt erstmal wieder Ruhe ein. Deal. Die Chance hier. Und noch mal verhindert. Oh, ich hasse diese Kurzecken. Kurzer Eckball. Nee, der Ball ist weg. Es gibt Abstoß. Abstoß für uns, ja, sehr schön. Staphylidis. Toller Pass.
Eckler. Ist das die Führung? Yes. Ich hab's fast schon erwartet. Aubameyang heißt der erste Torschütze in diesem Spiel. 0-1. Ich will keinen Fehlschlag. Kein Fehlschlag. Nur den Schied oder die Niederlage wäre der Fehlschlag. Kann er normalerweise auch. Das kennen wir besser von ihm. So ist die Lücke da. Und so fällt das Tor. Eckloff macht's. Läuft durch. Und Aubameyang schließt ab. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Klar, wir haben ja für die Zukunft, haben wir definitiv mit Ferjan Tita Arp auf jeden Fall einen verpflichtet. Der irgendwann mal in der Zukunft das. Ball wird hier erstmal geblockt. Der auf jeden Fall irgendwann mal die Zukunft bilden soll. Weißt du, wie lange wir noch spielen mit dieser Karriere hier in Bayreuth? Und meine FIFA. Den Kopfball kann er ganz 24 Karriere oder EA Sports 24, wie auch immer wieder das neue Spiel heißen soll, wird schon klar sein, was wir dann machen. Aber das erkläre ich euch dann. Wenn es soweit ist. Moment. Elfmeter, klarer Fall. Und wenn sie den verwandeln, dann so eine dämliche Aktion von mir. Dann ist hier wieder alles drin. Da gibt der Elfmeter, aber keine Karte. Keine das Karte. Das ist zwar selten, aber für meine Begriffe geht das hier in Ordnung. Der Elfer ist drin. Ausgleich geschenkt. Dankeschön. Fuck you. Fuck, fuck, fuck. Scheiße. Und damit Sucic. Alles auf Anfang, es steht 1-1. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Ah, das war dann zu harmlos. Ball ist weg. Da gehst du gegen diese Kölner in Führung, die gerade momentan extrem uns mir so ein bisschen auf den Senkel gehen. Jetzt vielleicht mal die Kölner. Und dann kriegst du tatsächlich. Gut verteidigt. Das ist echt deine Problem. Und dann schenkst du den eigentlich einen so absolut unnötigen Elfmeter. Er schießt! Aus dem Schuss wird keine richtige Chance. Dafür ist er einfach zu hoch. Zu nachlässig. Unnötiger Ballverlust. Chance für den FC, es über außen zu versuchen. Juke. Ejuke, Entschuldigung. Guter Schuss jetzt. Gute Chance. Köln hat einfach viel zu viel vom Spiel. Das war nicht die ideale Option. E-Likes. Und angezeigt jetzt eine Minute Nachspielzeit. Ich weiß gar nicht, wie ausgesprochen wird letztendlich. Ja, schön geklärt, dass meine Gefahr bereinigt. Und dann plötzlich klärt dein Denier nochmal. Es wäre das 2-1 in Bayreuth gewesen. Köln hat viel zu viel vom Spiel. Wir kommen überhaupt momentan noch nicht wirklich in die Zweikämpfe. Das muss man gucken, was in der zweiten Halbzeit passiert. Der zweite Durchgang steht an. Und die Kölner jetzt mit dem Anstoß. Eggloff. Der Eggloff. Aubameyang. Aubameyang. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Schiri, Rückpass. Und so. Schiri. Und das gibt Freistoß gegen den FC. Chance jetzt zum Führungstor. Eckloff, yes. Tolles Spiel. Auch das wieder, ein richtig schönes Tor. Sie holen sich die Führung zurück. Hier sehen wir nochmal, wie dieses Tor entstanden ist. Erst der Steilpass und dann aus kurzer Distanz ist das stark gemacht. Da haben sie am Ende keine große Mühe. Jetzt steht es hier 2-1, eine enge Kiste. Boateng. Der Angriff könnte was werden. Der ist da zu. Das ist aber gefühlt auch die zweite und dritte Situation erst, wo wir machen. Weil wir es halt teilweise nicht zu Ende spielen. Jetzt die Ecke. Auf der Linie gerettet. Ganz stark gemacht. Und das war so knapp. Wahnsinn. Torgefahr kam bei diesem Ball natürlich nicht auf.
West Ham wollte ja einen neuen Spieler holen, einen echten Wunschspieler, und nun ist es gelungen, man hat sich seine Unterschrift gesichert. Also mit ihm verstärken sie sich in jedem Fall, das ist ein richtig guter Transfer. Skiri. Sie kommen, sie versuchen es, noch liegen sie hier natürlich knapp hinten. Die Defensive steht. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass. Ja, Kampfspiel. Könnte der Ausgleich werden. Gehalten, macht er gut. Weil ich glaube, das ist ja Freistoß oder Elfmeter sogar. Ja, Freistoß ist schon. Ecke Köln. Wir kommen in vielen Zwecken einfach zu spät. Der ist drin, es steht unentschieden. Dann fort. 2-2. Ich schaue nochmal auf die Wiederholung. Ausgangspunkt ist der Eckball. Und dann ist er stark. Unwiderstehlich, wie er da mit dem Kopf vorbeigeht. Und dann ist der Treffer nicht mehr zu verhindern. Mann, lauf doch nicht ins Haus. Ein tolles Spiel. Wieder ausgeglichen. Und es bleibt extrem spannend. Geht dazwischen. Skiri. Super dieses Zuspiel. Hat's jetzt meiner Meinung nach. Das macht er sicher. Wir hören es, die Fans hoffen auf die Führung. Nächste Ecke Köln. Da kommt die Ecke. Es gibt hier Freistoß gegen Köln. Ich wollte gerade sagen, fällt mir jetzt bitte nicht den nächsten Elfer. Ah, Mann. Und in Kürze steht die nächste Bundesliga-Partie an für den 1. FC Köln. Immer durch da jetzt. Keine Chance. Den FC Schalke. Das hat doch das Zeug zum Klassiker, wenn du mich fragst. Und mein Lieblingsverein natürlich auch noch. Ja. Da kommt der eine Schritt, immer einen Schritt nach vorne und hat einen Bamford. Platz für einen Konter. Gute Ballführung. Oh, Kalbsgiel. Keeper hat den Ball. Das war natürlich eine richtig gute Gelegenheit. Wenn du so frei durch bist, da musst du mehr draus machen. Ja, aber wir haben vielleicht schon was Internationalem geträumt diese Saison. Er zieht ab! Mit diesem Eckball könnten sie es schaffen und doch noch in Führung gehen. Weiter gefährlich. Und so gerade noch. Jetzt wird das frühe Stück. Das war knapp! Wieder. Es gibt Freistoß für Köln. Weißt du, Köln, wofür? Wird hier jetzt ein. Ich hab doch nur geschlossen. Ich hab doch ganz gemacht. Hab ich denn jetzt irgendwo was getroffen oder was? Oh Mann, ey. Naja, wie auch immer. Kennt man ja, wenn man gegen Köln ein bisschen verpfiffen wird. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Dann können wir ja werfen. Wir haben ja ein bisschen was an Spielern noch. Ich werde natürlich jetzt durchziehen. Will ich wechseln. Noch 5 Minuten, vielleicht Moukoko da vorne, vielleicht macht er zwei schnelle Stürmer noch mal rein. Gibt hier den Wechsel, Aubameyang geht runter. Vier Minuten sind noch zu absolvieren hier. Bamford, der Torschütze. Sie wissen es genau, das könnte die letzte Möglichkeit auf den Siegtreffer sein. Jetzt die Chance. Er kann diesen Ball halten, aber die Gefahr ist noch nicht bereinigt. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Da, der Konter. Das ist jetzt seine Chance. Nicht mehr. Ui. Aber dann diese Chance zur Führung. Klasse. Und Livakovic, Entschuldigung. Aber so kennen wir ihn. Starke Parade. Könnte die Führung werden. Das ist nicht wahr. Da hätte Novakovic mit zweimal das Ding weg und ich gehe wieder mit dem Fehlschlag rein. Ah, verdient finde ich. Dieses Spiel hätte auch kein Sieger verdient. Sehr ausgeglichen. War unterhaltsam und beide können, beide dürfen mit diesem Punktgewinn zufrieden. Ach Mann.
Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Ey, da schenkst du den echt in der Scheiße später, ne? Aber das Spiel hasst mich gerade so ein bisschen. Die Wolfsburg schon klar überlegen, das Ding, die Dinger nicht gemacht. Jetzt schon wieder nicht. Zwei am Ende von Nova, von, was heißt überlegen, ja. Okay, muss ich sagen. Wir haben glücklich unentschieden gespielt. Die Kölner haben uns schon wieder genervt. Letzte Saison schon verloren 1-3. Jetzt liegst du sogar, es spielst du nur unentschieden. Ja, wir stehen mit 2 Punkten aus 2 Spielen. Eher unten. Wir sind momentan, unten, wir sind Sechster. Wir werden wahrscheinlich jetzt durchgereicht. Nächster Gegner ist der FC Schalke 04. Da wollen wir natürlich den nächsten Sieg holen. Ja, je nachdem, wie die anderen jetzt spielen, ne? Hoffenheim? Ach, Köln spielt gegen Schalke, okay. Spielt gegen die TSG. Ich guck mal gerade, wie die Tabelle aussieht gleich. Dann wollen wir die kurz bereinigen. Nick de Vries. Ja. Machen wir weg. Ganz klar. Brauchen wir nicht. Leider. Warte. Ja, Mann, ärgert mich das gerade so ein bisschen. Ja, Moukoko, der hat durchaus ein paar Situationen dabei gehabt. Der hat durchaus ein paar Situationen dabei gehabt. 2 Situationen gehabt, wo er vielleicht hätte zumachen können. Das wäre es natürlich jetzt gewesen. Verdient wäre es nicht gewesen, um Gottes Willen, aber who cares? Leider ist es jetzt ein Fehlstart. Wir sind jetzt bereinigt auf Platz 12 abgerutscht. Wir sind als Meister momentan auf Platz 12. Wir sitzen jetzt gerade ziemlich unten, was heißt unten drin? Ja, mein Gott, es ist noch nichts passiert. Das sind halt nur Fische. Wir müssen mal gucken, dass wir den ersten Sieg holen. Die Bayern haben 6 Punkte, sind weg. Dortmund schon 4 Punkte weg. Ja. 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 Gut. In der nächsten Folge geht es dann weiter gegen die TSG Hoffenheim. Und dann wollen wir natürlich den ersten Saisonsieg holen am 3. Spieltag. Bis dahin. Und tschüss.